Da, wo die europäischen Außengrenzen durch Frontex gesichert werden. Portugal bis Ukraine. Ja, wenn man was definiert, muss es ja einen Anfang und ein Ende haben. Am Arsch der Welt. Und da so und Italien. Wo ist Europa für uns? Ha? Also ich finde das halt gut mit dem Europa. Also ich finde es einfach gut. Keine Grenzen und hin und her fahren. Muss ich jetzt einfach also sagen. Ich weiß, es gibt viele, die finden es nicht so gut, aber ich finde diesen Solidaritätsgedanken gut und auch. Das ist ja der EU gewesen. Na, es geht ja um. Na, EU ist doch Europa, mein Herz. Nein, die EU ist Europäische Union. Wo ist denn für Sie Europa? Am Arsch der Welt. Mir fällt immer ein, wo scheinbar Europa aufhört, ne? Also für uns im Verständnis. Hm. Und zwar eigentlich in Osteuropa. Da, wo die europäischen Außengrenzen durch Frontex gesichert werden. Zusammengehörigkeit, Sicherheit. Fühlen Sie sich in Europa sicher? Ja. Richtung Mitte des der Erde. Kontinenttechnisch. Ja, so. Das ist richtig. Von so Portugal bis so Ukraine. Von da so und Italien. Und also seid ihr keine Klimakleber. Nee, wir wollen Europa ein bisschen abstecken im Rahmen unserer Forschungsarbeit. Achso, okay. Die Umstände zu erkennen. Wir wollen das jetzt wissen. Also. Wollt ihr jetzt die Erde abzeichnen oder wie wollt ihr das jetzt lokalisieren? Wir sind ja in Europa. Okay, also wenn ich jetzt sage, Europa ist für mich Strand, was macht er da jetzt? Nur die Leute, die sich europäisch fühlen und diese Werte natürlich mittragen. Ne? Also das heißt, in Europa ist nicht jeder Europäer. Oh, weil ich Europa als sehr abschottend empfinde, weil ich Europa ziemlich verantwortungslos gegenüber der armen Weltbevölkerung empfinde und wir da zu wenig machen, irgendwie den Menschen auch einen sicheren Hafen zu geben. Ne? Und wir sprechen Englisch, Französisch und Deutsch. Wir sprechen alle Sprachen, aber wir können uns nicht so. Ja, wo ist Europa? Wo ist denn jetzt Europa? Entschuldigung! Hallo! Europa? Mutter, wo? Wo nochmal? Wir suchen dich ganz dringend!